Servus Leute, ich bin Zatabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute gibt es die Team of the Week 7 Prediction. Die Zeit rennt uns davon. Wieder ist es Montag, wieder 15 Uhr. Und das bedeutet wie immer Team of the Week Prediction. Und ich kann euch sagen, dieses Mal wird es mit Abstand das beste Team of the Week, was auf uns zukommen wird. Es gibt so viele Hochkaräter, das ist der Wahnsinn. Dazu habe ich es noch geschafft, diese Weekend League mit Elite abzuschließen. Somit warten 6 Informs auf mich. Da freue ich mich riesig drauf auf die Player Picks, das wird mega geil. Wahrscheinlich habt ihr dann noch bei Gamer Brother gesehen, ich bin bei United dabei, Leute, und das habe ich nur euch zu verdanken und natürlich Broski und der Crew, die mich da eingeladen haben. Ich freue mich riesig auf dieses Turnier, da brauche ich eure Unterstützung, Freunde. Und letzte Episode habt ihr nochmal alle Vögel abgeschossen, falls es überhaupt noch auf meinem Kanal welche gibt, denn ihr habt 4400 Daumen nach oben da gelassen. Jetzt mal ohne Witz, Freunde. So wirklich, das ist krank, das ist zu krass. Danke auf jeden Fall dafür. Ihr könnt auch wieder hier gerne eskalieren, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren, wir sind auf dem Weg zu den 74.000 Abos. Und dann würde ich sagen, können wir gleich loslegen mit den ersten Spielern und das sind die Torhüter. Es geht los mit Forster von Watford. Der hat gegen Huddersfield 3-0 gewonnen mit seinem Team. Hat dabei 9 Paraden rausgehauen, 9,0er Bewertung bekommen und wurde Man of the Match. Das sind sehr, sehr gute Karten für ihn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er es schaffen wird. Und dann gehen wir rüber zum nächsten Spieler und das ist ein Argentinier namens Benitez. Der hat gegen Bordeaux beim 1-0 die Null hinten gehalten, hat wirklich sehr gute Paraden rausgeholt, hat ein Top-Spiel gemacht und wer weiß, vielleicht kommt er auch ins Team of the Week. Bei den Torhütern ist es ein bisschen schwieriger, mal zu sagen, wer es am Ende schaffen wird. Letzte Episode hatten wir, glaube ich, 15 Treffer. Die Episode davor 17. Mal schauen, wie viel wir dieses Mal schaffen. Schreibt übrigens in die Kommentare, welche Spieler ich am Ende möglicherweise vergessen habe. Und dann geht's rüber zum Russen namens Guilherme. Der hätte schon vor mehreren Wochen mal verdient gehabt, reinzukommen. Jetzt hat er wieder 6 Paraden rausgehauen. Sein Team gewinnt mit 3-0 gegen FK Yenisei. Möglicherweise wird er es auch reinschaffen. Ich würde sagen, Leute, wir gehen rüber zu den Verteidigern. Hier haben wir einen Spieler von West Ham United. Sie haben gegen Leicester City 1-1 gespielt. Balbuena hat als Innenverteidiger einen Treffer gemacht. Das heißt, er könnte theoretisch auch reinkommen. Nach diesem Spiel ist aber wirklich was ganz Fürchterliches passiert, wo der Fußball auch wirklich dann in den Hintergrund gerät und erstmal vergessen wird. Denn der Eigentümer von Leicester City ist mit weiteren 4 Personen nach dem Spiel mit dem Helikopter abgestürzt. Und das in der Nähe vom Stadion. Es gab insgesamt 5 Tote. Ganz fürchterlich, Mann. Wirklich ohne Spaß. Und da wünschen wir natürlich den Familien ganz, ganz viel Kraft. Und das war auch übrigens der Mann, der nach dem Erfolg, wo sie den Titel gewonnen haben in der Premier League, allen Mitspielern oder auch Mitarbeitern ein i8 geschenkt hat. Das nur so nebenbei, Leute. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten. Hier haben wir einen Spieler von Atletico Madrid und das ist Godin. Wurde Man of the Match, hat einen Treffer gemacht beim 2-0-Sieg gegen Real Sociedad. Felipe Luis hat auch noch getroffen. Ich denke, er wird es am Ende, weil er doch das bessere Spiel gemacht hat. Und jetzt springen wir rüber zu Mancini. Der hat einen Treffer gemacht, einen Treffer vorbereitet. Das als Innenverteidiger beim 3-0-Erfolg gegen Parma. Das sind, würde ich sagen, mal sehr solide Stats für den Innenverteidiger. Da kann es auf jeden Fall sein, dass es am Ende reinschaffen wird. Wir gehen rüber zum Spieler von Porto und der heißt Felipe. Beim 2-0-Sieg gegen Firenze hat er einen Treffer gemacht. Und schaut euch mal seine Stats an von diesem brasilianischen Panzer. Sieht wirklich sehr gut aus. Für uns geht es jetzt in die Bundesliga. Dort haben wir einen Holländer namens Brenet und der hat beim 4-0-Erfolg gegen VfB Stuttgart einen Treffer gemacht als Linksverteidiger, einen Treffer vorbereitet. Es gibt dann noch einen anderen Kandidaten, der am Ende von Hoffenheim reinkommen könnte. Zu denen kommen wir später. Aber als Außenverteidiger ist das schon sehr geil und die Karte sieht übrigens auch ziemlich nett aus. Wir gehen rüber zu einem Holländer namens Dumfries. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hat als Rechtsverteidiger ebenso einen Treffer gemacht, einen Treffer vorbereitet und das beim 2-1-Erfolg gegen Groningen. Das kann sich sehen lassen. Die Innenverteidiger sind schon mal okay. Das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Gleich gibt es noch heftige Mittelfeldspieler und dann gehen wir zu den Stürmern. Und bei den Mittelfeldspielern legen wir los mit dem vielleicht größten Talent im deutschen Fußball zurzeit. Jedenfalls unter 20 Jahren und das ist Kai Havertz. Mama mia, das ist ein brutaler Fußballer. Hat jetzt beim 6-2-Sieg gegen Werder Bremen 2 Tore gemacht. Volland hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber dadurch, dass er Mittelfeldspieler ist, hat das meiner Meinung nach ein bisschen mehr verdient und könnte es eher reinschaffen. Was der am Ball kann in seinem Alter ist phänomenal. Und Leverkusen hat sich auch mehr oder weniger so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen und die Bremer wurden von der Euphorie so etwas gebremst. Da sind wir auch alle, denke ich mal, gespannt, wo sie am Ende des Jahres stehen werden. Müssen wir natürlich abwarten. Jetzt gehen wir rüber zu einem Spanier namens Porto und der hat 2 Golazos gemacht als ZUM, genauso wie Kai. Und das beim 2-1-Sieg gegen Rayo Vallecano. Wir gehen rüber zum Spieler von Crystal Palace und das ist Luka Milivojevic. Der Serbe hat mit seinem Team gegen Arsenal gespielt. Das Spiel geht am Ende 2-2 aus. Aubameyang hat auch getroffen. Kann also wirklich jetzt sehr gut sein, dass er am Ende der Spieler des Monats wird. Und mit 2 Toren hat der Kollege hier wirklich gute Chancen, um ins Team of the Week zu kommen. Es waren zwar beide Elfmeter-Tore, aber am Ende des Tages war es gegen die Gunners und das ist schon sehenswert. Wir gehen rüber zu einem Spanier, der eine absolut krasse Saison bis jetzt spielt. Der schießt so viele Tore und das ist Mittelfeldspieler. Und die Rede ist von Sarabia. Beim 2-1-Sieg
Sieg gegen Huesca, hat da 2 Tore gemacht, wieder als ZOM, genauso wie Kai und genauso wie der andere Spanier. Hat da somit sehr gute Chancen am Ende reinzukommen. Und die Karte sieht doch mal gar nicht verkehrt aus, würde auch eine kleine Position Change wahrscheinlich bekommen. Und jetzt gehen wir rüber, Leute, zum ersten richtigen Kracher. Über diese Karte würden wir uns alle beim Player Pick freuen. Bei mir wurde es übrigens letzte Woche die Maria. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück, aber hier haben wir jetzt Paul Pogba. Manchester United konnte gegen Everton mit 2:1 gewinnen. Pogba hat zuerst am Anfang einen Elfmeter bekommen, den hat er verschossen, aber direkt dann hat er ihn wieder reingehauen. Da hat er auf jeden Fall Glück gehabt und dann hat er noch einen Treffer für Martial vorbereitet. Den hat er sehr gut reingezaubert, könnt ihr euch gerne mal die Wiederholung anschauen. Aber mit einem Treffer, einer Torvorlage ist es natürlich sehr gut möglich, dass er am Ende reinkommt. Und wenn wir den ziehen, Leute, dann ja. Da muss ich los. Jetzt geht es rüber zur im Endeffekt einzigen Konkurrenz für Aubameyang im Spieler des Monats. Und das ist Ross Barkley. Was spielt der zurzeit für Ligaspieler? Das ist der Wahnsinn. Ein Treffer, 2 Torvorlagen beim 4:0 Erfolg gegen Burnley. Könnte das womöglich bedeuten, dass er seinen Second in Form bekommt. Der war nämlich schon mal im Team of the Week 4 am Start. Das heißt, es sind jetzt 3 Wochen später und er könnte nun reinkommen. Zum Beispiel haben sie Hofmann keine Inform gegeben, weil da nur 2 Wochen dazwischen waren. Am Ende des Tages werden sie, denke ich, dem einen geben. Und wenn nicht, dann vielleicht William. Nun gehen wir rüber zu dem vielleicht größten Talent aus der Bundesliga und das ist Sancho. Alter Schwedemann, was macht der mit seinen jungen Jahren? Der hat vor kurzem erst für die englische Nationalmannschaft debütiert und jetzt bei Dortmund, er eskaliert jedes Spiel komplett. Das ist der Wahnsinn. Was soll man zu dem sagen? 2 Tore gegen Hertha BSC Berlin. Eigentlich hat er 3 Tore gemacht. Das erste wurde ihm aberkannt, weil Reus ein paar Zentimeter, Millimeter im Abseits stand. Kalou hat übrigens in dem Spiel auch 2-mal getroffen. Sancho hat am Ende die bessere Bewertung. Ich meine, er hat 8,1 und Kalou hatte 7,7. Und nach den Leistungen der letzten Wochen müssen sie den einen Inform geben. Da führt, finde ich, kein Weg dran vorbei. Ich bin gespannt. Und ganz interessant, falls ein Team of the Week kommt, Leute, er wird hundertprozentig, da lege ich jetzt meine Hand ins Feuer, ein Gold-Upgrade im Winter bekommen. Und dann könnte es sein, dass sie vielleicht ein bisschen geupgradet wird. Wir gehen rüber zu einer Legende, vielleicht auch sogar FIFA-Legende, und das ist Alexandre Pato. Als ich seine Karte gerade erstellt habe, dachte ich mir, was hat der noch immer für kranke Stats? Der hat 3 Buden gemacht beim 6:2-Sieg gegen eine Mannschaft, die ich bei aller Liebe nicht aussprechen kann. Guangzhou. Ihr wisst Bescheid, Leute. Verzeiht mir da. Aber noch ein weiterer Brasilianer. Chinese League. Da wissen wir Bescheid. Wir gehen nun rüber zu einem Spanier und der Kollege hatte ein sehr turbulentes Wochenende. Zum einen ist er Vater geworden und am gleichen Wochenende schießt er 3 Tore. Wenn es läuft, dann läuft's. Kann man vielleicht bei ihm so sagen. 4:0 gewonnen gegen Eibar. Und sowieso, der Typ ist eine richtige Maschine. Und wir gehen nun rüber zu den richtigen, richtigen Krachern. Und da geht's los mit Mohamed Salah. Hier gibt es allerdings einen Zweikampf. Er hat einen Treffer gemacht als Stürmer, 2 Treffer vorbereitet. Somit würden wir einen richtig geilen Stürmer in Form bekommen. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Sie gewinnen am Ende mit 4:1 gegen Cardiff City. Da gibt es aber noch einen Sadio Mané. Den kennt ihr auch alle. Der hat 2 Tore gemacht. Jetzt stellt sich für mich die Frage, linker Flügel 2 Tore, Salah Stürmer 1 Tor, 2 Torvorlagen. Ich glaube, es wird Mané. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Natürlich würde ich mich über Salah mehr freuen. Er ist sogar in FIFA 19 mein Lieblingsspieler soweit. Da müssen wir einfach mal schauen. Und nun gehen wir rüber zu Luis Suarez und der hat 3 Tore im El Clasico gegen Real Madrid gemacht. Viel mehr muss man dazu gar nicht sagen, Leute. Bei einem 5:1 Sieg gegen Real Madrid, die stecken sehr tief in der Krise, ist eigentlich kaum zu glauben. Und Barcelona spielt ohne Messi und spielen trotzdem bärenstark. Selbst in der Champions League haben sie gegen Inter Mailand brilliert. Einfach Wahnsinn. Und Suarez, muss ich ganz ehrlich sagen, von meiner Seite, es ist nicht so wirklich mein Lieblingsspieler. Aber was der für einen Abschluss hat und was er einfach vorne im Sturm macht und wie wichtig er für die Mannschaft ist, ist schon sehenswert. Und als nächstes geht es rüber zu einem Spieler, der vielleicht auch in diesem El Clasico wirklich gefehlt hat. Die Rede ist hier natürlich von Cristiano Ronaldo. Man muss wirklich sagen, bei Real Madrid fehlt zurzeit so ein Stürmer, der auch wirklich mal die Tore gemacht hat, weil Benzema ist dafür nicht so wirklich zuständig. Auch wo Ronaldo damals mit ihm zusammen gespielt hat, war Benzema mehr der Typ, der die Tore vorbereitet hat. Aber wir schweifen ab, der gute Portugiese hat beim 2:1-Sieg gegen Empoli, nachdem sie 1:0 zurücklagen, 2 Tore gemacht. Und ich kann euch sagen, falls ihr das zweite Tor nicht gesehen habt, das müsst ihr euch anschauen, das war gut. Da konnte man sehen, was der für eine krasse Schusstechnik hat. Naja, wir müssen halt schauen, am Ende des Tages werden 2 Tore von Ronaldo reichen, um ins Team of the Week zu kommen. Das andere war ein Elfmeter. Es war auf der anderen Seite aber noch ein Comeback. Er hat eine Once-to-Watch-Karte. Vielleicht ist es auch langsam an der Zeit, ihm eine Inform zu geben. Ist natürlich schwierig, müssen wir abwarten. Aber jetzt stellt euch vor, ihr bekommt den in Rot im Player-Pick. Was machen wir dann? Ich glaube, ich weiß nicht. Das wäre zu krass. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Jetzt geht es rüber zur Reserve. Da gibt es natürlich auch gute Spieler. Und wir fangen an mit dem Franzosen namens Odin. 2 Tore gemacht. Kann sich sehen lassen als Rechtsmittelfeldspieler. Dann haben wir Nani, der Portugiese von Sporting. Hat ebenso 2 Treffer gemacht. Allerdings auf der anderen Seite als linker Mittelfeldspieler. Dann haben wir den Konkurrenten von der TSG Hoffenheim. Und das ist Belfodil. Und ich habe schon auf Twitter gelesen, das wird wahrscheinlich so einer der Player-Picks sein, der am häufigsten erscheint. Könnte sein, Freunde. Er hat 2 Tore gemacht. Wurde Man of the Match. Hat ein richtig bärenstarkes Spiel gespielt. Und als nächstes haben wir den Engländer namens Sharp
Und der hat 3 Golazos gemacht. Als nächstes ein Spieler aus Irland und der heißt Sedlia. Auf seiner Position 3 Tore an dem Wochenende zu schießen, ist sehenswert. Und noch ein kleiner Tipp von meiner Seite, holt euch die Informs von Irland. Die werden zum St. Patrick's Day richtig gebraucht werden. Also wenn die jetzt gerade 6.000, 7.000, 8.000 Münzen kosten, einfach im Verein lassen, könnt ihr nichts falsch machen. Letztes Jahr haben sie kurz vor dem Event über 30.000 Münzen gekostet. Da werdet ihr die Münzen verfünffachen. Dann eine gute Vlap von Herrenwehen, 2 Tore als ZOM. Jetzt haben wir einen Amerikaner von Sandhausen, 2 Tore gemacht als Stürmer. Dazu noch ein Golazo vorbereitet. Und dann haben wir noch Gianni, 2 Tore gemacht, 1 Treffer vorbereitet als Stürmer. Und das würde ich sagen, Freunde, sind die Kandidaten dieses Team of the Weeks. Was meint ihr? Wer hätte es vielleicht noch verdient? Schreibt es mir wirklich gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit unterstützt ihr mich brutal. Lasst vielleicht versuchen, nochmal an diesen 4.000 zu kratzen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber ich traue es euch absolut zu. Falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr natürlich gerne kostenlos ein Abo da lassen. Folgt mir gerne auf Instagram und auf Twitter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich morgen beim nächsten Video. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.